Ich begrüße euch zu, es müsste die 116. Ausgabe sein von Was war los auf meine Farm, Infarmerama und sonstiges. Ja, auf jeden Fall beginnen wir wie gewohnt, was war los auf meine Farm in dieser Woche. Und zwar aktuell Thema Event, Weihnachtsevent 2014 Infarmerama. Wie weit bin ich denn schon? Schauen wir mal hin, ich habe immerhin schon fast drei Stufen fertig. Ja, die erste habe ich schon, da gab es glaube ich sogar schon Item, ne Quatsch. Gab es einen Sticker? Okay. Zweite Stufe gab es das erste Item, glaube ich. Habe ich jetzt auf dritte geklickt? Ne, war sogar zweites. Wahnsinn. Santa im Ruhestand, den habe ich also schon. Und hier in der dritten Stufe, da hänge ich aktuell noch. Da gibt es das kleine Kicks-Monster. Ich will aber unbedingt um jeden Preis hier in Stufe 4 diese Wunderhakenreihe auf jeden Fall haben. Das ist es mal wirklich sowas, wo ich sage, diese Wunderhakenreihe, die muss ich haben, weil das eben nicht eine 0815 Wunderhaken, die halt wieder P bringt. Ja, quasi eben hier, sondern wieder mal was anderes in mir, wo ich wirklich sage, die will und muss ich einfach ganz simpel haben, ja. Gib mein Bestes, ob es für die letzte dann auch reicht hier, das würde natürlich auch nicht schaden. Brauche ich natürlich auch das Item für die Wunderhakenreihe, aber ja, das könnte man sich notfalls auch noch beim Gift and Trade irgendwann ertauschen, aber die Wunderhakenreihe, entweder man hat sie oder man hat sie eben nicht. Ja, so viel dazu. Was ist aktuell sonst noch so los? Level bin ich überraschenderweise nicht aufgestiegen. Ein bisschen was fehlt noch. Moospenny habe ich auch ein bisschen weniger, weil ich ordentlich Hirse einkaufen musste. Für die ganzen Weihnachtsmehl. Ich produziere auch schon wieder hier 300, dass das einigermaßen reicht. Ja, mal schauen, ob es sich dann ausgehen wird oder nicht. Also hier seit dementsprechend ist der Preis ja nicht unbedingt so mickrig klein. Also die Dynamik am Markt hier, die geht schon wieder ab. Das ist der Wahnsinn. Hier sie kostet glaube ich 90 oder so. Oder noch 80. Yay, kann ich mal kaufen. Nein, lieber nicht. Und ja, Weizen habe ich ja noch gehabt. Das ist auch nicht so teuer. Das kann auch nicht so irrsinnig teuer auf 80 steigen. Ist noch auf relativ billig hier unten. Aber hier habe ich einiges kaufen müssen. Auch ein bisschen Hafer für Weihnachtsmehl. Sonst auf Bahamrama bin ich auch kein Level aufgestiegen. Aber es sieht schon wieder ein bisschen besser aus, dass es bald wieder was wird. Vielleicht in der nächsten Woche dann im Laufe der Woche Level 151 auf Bahamrama. Und ach, hier kann ich wieder. So rund immer, wenn ich das Video drehe, weil einmal pro Woche gibt es diese goldene Banane, kann ich im Video die goldene Banane hier mir holen. Tut das Item, das ist auch nicht schlecht. Ja, 72 goldene Bananen gebe ich aber für nichts weiterhin aus, denn ich sparte nur noch. Wer weiß, was man für Korallenriffe möglicherweise vielleicht auch brauchen wird. Mal schauen. Ja, so sieht es also aus aktuell auf meiner Farm. Das müsste auch das Wesentliche sein, was los war. Von daher gehen wir weiter. Was war los in Farmerama? Zum einen nehmen wir Weihnachtsevent. Ist ja gestartet, wie bereits gezeigt. Das Adventszucht. Quest-Event, wie man es auch bezeichnen möchte, ist ja zu Ende gegangen. Diese Woche habe ich leider nicht komplett geschafft, aber Hundestall 2 Orange habe ich geschafft. Einiges an Superfutter. Übrigens, wenn es interessiert, mein Superfutter, das spart sich schön an, muss man sagen. Also, Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, mittlerweile, ich kann es ja mal kurz zeigen, wenn die Ladeblume hier verschwindet. Oh Mann, ja. Was lädt denn das hier lange? So, 635 Superfutter. Ja, also ich freue mich schon wirklich riesig, wenn ein neues Zuchttier kommt. Ja, dann geht's wieder ab beim Babyboom, die kann ich nur sagen. Da geht dann wirklich wieder die Post ab. Freue ich mich schon ein bisschen und mein Moosbinnenstand wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen freuen hier, die Kasse, wenn es wieder ein bisschen klingelt. Wie auch immer. Jetzt aber zurückkehren, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, was war sonst noch so los in dieser Woche in Farmerama? Und zwar Wolkenlinienverkaufstag findet, glaube ich, sogar noch statt. Oder ist der schon wieder zu Ende? Kann auch sein. Wie immer. Jedenfalls hat man da eben die Möglichkeit, eine neue weihnachtliche Wunderrankenreihe zu erkaufen. Das ist diese hier. Bringt 2015 Farm-EP und Bahamrama-EP und erhöht die Drop-Chance für 30 Minuten. Auch für die Event-Drops. Auf alle anpflanzbaren Flächen 5%. Finde ich eigentlich, muss ich sagen, auch wirklich nice. 5% ist natürlich nicht der Oberhammer und nur für 30 Minuten und das für 2 Tage, aber ein bisschen was ist es dann schon, aber nicht so viel halt. Wie auch immer. Ja, man könnte auch die Items einzeln kaufen. Oder mit dem Paket mit Wunderkreis, wie man dann eben auch möchte. Und es geht sogar noch bis Dienstag dran, 20. Dezember. Kann man da denn zuschlagen, wenn man denn möchte. Dann gibt es auch aktuell wieder ein Tulpkulden-Angebot. Ja, allerdings gibt es ein kleines Manko. Es gibt zwar wieder ein Angebot
paar Prozente weniger allerdings, was ich doch sehr schade finde, auf Pakete, die einfach viel zu groß sind. Meiner Meinung nach, muss ich leider sagen. Also wenn es irgendein Paketen gäbe, vielleicht eben hier die 300 TG anstatt von 10 Euro für nur 8 Euro oder 7 Euro, hätte ich vielleicht eher zugeschlagen, aber bei so fetten Paketen, wo man hier dennoch noch 90 Euro ausgeben muss oder sonst irgendwas, oder hier 50, 40, was weiß ich, das ist mir so hoch, da will ich dann nicht unbedingt hier TG so viel kaufen. Also ein paar TG, 150 TG ein bisschen verbilligt, so ein kleineres Paketchen, hätte ich ein bisschen besser gefunden, wenn das auch ein bisschen verbilligt wäre, als stand nur so die Großen hier. Ah, bisschen schade, muss man irgendwie sagen. Sonst wieder Thema kaufen, das ist ja der Wahnsinn, was geht denn hier aktuell ab? Und zwar neues Haustier kann man kaufen, das Flughörnchen oder Flugeichhörnchen? Flughörnchen, okay. Gut, jedenfalls kann man ab Level 25 das heißt nutzen, sehe ich jetzt hier gerade. Auch interessant. Und jedenfalls das Flughörnchen bringt dann, wie auch vermutet, für 20 Minuten dann, ja, 30% mehr EP auf Eventpflanzen und das alle 10 Stunden. Zusätzlich noch 250 EP für Bahamaramo oder für die Farm, kommt drauf an, wo man stehen hat. Ja, das ist, sagen wir mal so, nicht der Oberhammer an sich, ein Haustiere. Muss man natürlich sagen, und wenn man jetzt bedenkt, es kostet 299 Tulpgulden 10 Euro für was ein bisschen EP bringt und alle 10 Stunden 30% EP auf Eventpflanzen. Ach du liebe Zeit, braucht man das unbedingt? Ich glaub nicht. Also, das wäre wahrscheinlich das Letzte, was ich kaufen würde. Wie immer, ja. So viel dazu. Ne Quatsch, wenn nicht das Letzte. Noch schlimmer ist hier noch hier im Shopping Center. Gibt es noch tolle Angebot hier? Wo ist denn? Ah, hier ist es. Die Moosbeine für Tulpengulden. Das ist noch ein witziger hier. Kann man wirklich drüber lachen. Schrecklich. Wie auch immer, ja, so viel dazu dann. Was ist aktuell noch so los? Schauen wir mal. Und zwar, der Weihnachtsmarkt, wie bereits gesagt, dort war auch schon wieder im wesentlichen Sinne. Genau eins noch, und zwar kann man aktuell, gibt es wieder die Befragung, Umfrage im Thema vom Rama. Wenn ihr bei den E-Mails mal reinguckt, E-Mail ja auch bestätigt habt, kriegt ihr eine Umfrage, was euch im Rahmen gefällt, was nicht, könnt man teilnehmen, wenn man da dem hier will, eben hier. Ja, das sind nebenbei noch dazu gesagt. Wie auch immer, das war's also, was los war unter dieser Woche in Famorama. Win und Fail der Woche. Persönlich muss ich schon irgendwie sagen, der Fail ist tatsächlich das neue Haustier. Weil es wirklich an und für sich nicht unbedingt der wirkliche Hammer-Haustier ist, was viel mehr lohnt, weil er mehr P auf Eventpflanzen. Eventpflanzen bringt ja nicht so unglaublich viele P. Okay, gibt es halt. Aber für 10 Euro, also die Preise hier, das sind echt doch ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Ja, das für mich ein bisschen der Fail. Win ist, kann man so sagen, man kauft das Haustier für, wenn man es verkauft, für 300 TG. Hat man nicht so viel TG, gut, kommt aktuell die TG-Aktion ein bisschen verbilligter. Wer zuschlagen wollte, ist sicherlich nicht schlecht, muss man sagen, wenn man gleich viel TG kaufen will. So eine TG-Aktion zu Weihnachten. Sicher nicht schlecht, also da schon der Win. Wenngleich man auch dazu sagen muss, nebenbei, dass er gesagt, vor 2 Jahren, ich glaube, es war vor 2 Jahren, oder vor 3 war das schon, ich weiß nicht mehr, ich glaube, vor 2 Jahren gab es auch eine TG-Aktion von Marama zu Weihnachten. Allerdings doppelte Tulpgulden und das auf jedes mögliche Paket, das man möchte, nicht nur auf Geld bestimmt, sondern das doppelte TG. Jetzt nur 10%, 20%. Ja, so viel dazu. Wie immer, und damit kommen wir jetzt hier zu den aktuellen Gerüchten. Was gibt's denn da zu sagen? Und zwar, mit was beginnen wir? Beginnen wir Thema Silvester-Event. Gibt's auch eine Eventpflanze da? Möglicherweise 3 Drops. Vielleicht auch nur 2 Mühlenprodukte soll es da auch geben. Gibt dann auch wieder schnieke Items zu spielen, die sicher auch irgendwas mit Mäusen dann zu tun haben. Sticker ist aber ein Hamster-Event am Start. Herrlich. Dann weitere Gerüchte. Ja. Thema Korallenriff an der Stelle natürlich auch nochmal gezeigt, wie jedes Wochenende im Jänner, im Januar vielleicht, dann ist es ja schon soweit, wenn es kommt, vielleicht auch im Februar, aber irgendwann im nächsten Jahr anfangen. Diese Bilder und auch die Einwohner des Korallenriffs sind ja aber diese Bildchen mittlerweile ja schon bereits raus. Dann weitere aktuelle Gerüchte, und zwar zum einen soll ein Chamäleonstall bald kommen. Neu auf Bahamarama wird er wahrscheinlich sein Plätzchen dann eben hier finden. Und es wurde auch schon angeblich ein bisschen eben hier vermutet, beziehungsweise ist auch schon die Rede von einer Chamäleonzucht, die denn auch mit am Start sein soll.
Mal schauen, also wenn dazu weitere Bildchen auftauchen. Ich halte euch auf jeden Fall natürlich auf dem Laufenden. Sonst auch sollen neue Bäume kommen. Vielleicht noch in diesem Jahr, vielleicht auch erst im nächsten Jahr. Jedenfalls definitiv bei Setzlinge, Farm und Bahamaramer-Setzlinge parallel dann eben auch wieder ablaufen. Mehr oder weniger neu, der Aprikosenbaum und die Pistazie, die bekommen jetzt auch ein XL und XXL Upgrade. Und ganz neu sollen allerdings auch zwei Bäume sein, Schlehe und wie heißt denn der zweite? Mir fällt der Name vom zweiten Baum nicht. Ah, genau, Tamarindenbaum ist der. Ja, Name noch eingefallen, wie immer. Ob dazu auch gleich im Anhieb dann ein XL und XXL Upgrade kommen, wage ich eher zu bezweifeln. Kommt vielleicht dann erst auch ein paar Monate später wieder, wie jetzt mit der Pistazie und Aprikose. Ja, so viel dazu. Und dann sind auch schon ein paar weitere kleine Bildchen aufgetaucht. Diese nämlich, die möglicherweise auch wieder so ein Zucht-Event, wie wir es jetzt kannten, hinschließen lassen, wo man eben vielleicht wieder grundsätzliche Zuchttiere wie Hühner, Enten, bliblablub abgeben kann, um tolle Preise zu spielen. Also vielleicht, wie es eben erst kürzlich dann eben auch war, wie in dieser Woche zu Ende gegangen ist. Und dann noch zum Schluss noch ein paar weitere Bildchen, und zwar diese drei. Zum einen sehen wir hier wieder Eventpflanzen, zum anderen möglicherweise hier wieder ein Drop-Item. Zu welchem Event diese genau sind, die Rede ist möglicherweise wieder von einem Comic-Event, dann auch wieder im Januar. Das wäre dann das siebte an der Zahl. Hier auch noch ein Bildchen von der Eventpflanze, die Wachstumsstufen dann davon. Ja, haltet ihr euch natürlich auch auf den Laufenden, wenn dazu noch mehr weitere konkrete Bildchen und Infos dazu auftauchen. Gut, das war's, so viel dazu, zu den aktuellen Gerüchten rund ums Famrama Land, und damit zum Schluss, wie immer, noch zu vielen, einigen, bisschen, ja, das eine oder andere, weitere sonstige, wichtige, mehr oder weniger, Meldungen. Und zwar könnt ihr an diesem Wochenende, ist wieder das zweite Wochenende, das bedeutet Wochenendgewinnspiel, wieder etwas gewinnen auf meiner Seite. Ich verlöse, genau, ich verlöse, passend zu Weihnachten. Nein, wie immer, ich verlöse, ich werde bekloppt. Ich verlose. Und zwar eben zu Weihnachten verlose ich einen Weihnachtsbaum 2011, könnt ihr gewinnen. Das zum einen. Dazu auch Thema Gewinnspiel aktuelles. Kommt jetzt alles so zusammen, weil in diesem Wochenende wieder Wochenendgewinnspiel. Nächsten Montag, also morgen, startet dann übrigens wieder ein Handwerksgewinnspiel. Und jetzt ist auch noch großes Weihnachtsgewinnspiel meiner Seite. Könnt ihr auch wieder viele tolle Sachen abräumen. Santas sausender Schlitten ist mit dem Starten. Rentier Stahl Classic Plus Plus und noch einige andere Sachen könnt ihr da abräumen. Link dazu ist selbstverständlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch da beteiligen wollt, könnt ihr das gerne tun. Es lohnt sich, würde ich mal sagen, auf alle Fälle. Und sonst kam in dieser Woche, glaube ich, kein einziges neues Let's Play raus. Weil eben in letzter Zeit für wirklich stressig. Ich kam leider nicht dazu. Heute kommt dann hoffentlich noch ein Let's Play zu Ski Challenge 2015, dann hoffentlich planmäßig raus. Und sonst habe ich wieder ein Videotipp-Channel, die Famarama-Channel an dieser Stelle. Dieses Wochenende, letztens 3 Wochenende, war es immer so. Nein, habe ich nicht. Aber so nebenbei, vielleicht, wenn ihr auch Famarama-Videos macht, ich euch noch nicht kenne, könnt ihr auch gerne in die Comments schreiben. Kann ich euch auch gerne an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen. Wie auch immer. Ja, so viel dazu. Das müsste aber jetzt auch im wesentlichen Sinne auch gewesen sein, was alles los war in dieser Woche. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken, auch dieses Mal. Wir nähern uns übrigens, das war jetzt, glaube ich, das 900. und 91. Video mittlerweile, wenn ich nicht irre. Also bald wirklich die 1000. Das ist wirklich krass. Und ja, wie auch immer, von daher, ciao, bis zum nächsten Mal. Ist natürlich morgen dann schon soweit. Mit einem weiteren Türchen im Adventskalender von Famarama Plus. Handwerksgewinnspiel geht auch wieder an den Start. Yay. Yeah.